Moin! In der heutigen Challenge sind alle Blöcke vertauscht. Also richtig, richtig vertauscht. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut gerne bei meinem neuen Merch vorbei. Zu jeder Bestellung der neuen Motive gibt es ein gratis A1 XXL Poster dazu. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alright. Wie nennen wir das Ganze? Wie soll ich die Minecraft-Welt nennen? Es ist ja mehr oder weniger, also es ist ja kein Randomizer. Es ist trotzdem die gesamte Welt ja random. Random. Wie nennen wir es dann? Cursed Reality. Block World. Ja, wahrscheinlich Block World. Ich glaube, Block World hast du auch in normalen Minecraft. Random Block World 1. Ich habe gehört, ihr seid Fan von Randomizer, beziehungsweise von den Randomizern, die wir zuvor gemacht haben. Dann wird euch wahrscheinlich das auch gefallen, was wir jetzt machen werden. Also das ist eine sehr, sehr extreme Steigerung, random. Denn tatsächlich ist das nicht irgendeine komische, merkwürdige Minecraft-Welt, in der ich mich gerade befinde, sondern, naja, doch, es ist eine mehr oder weniger komplett komische Minecraft-Welt, in der ich mich befinde. Denn ich befinde mich gerade in einem normalen Wald, wie ihr hier sehen könnt, aber mit komplett ausgetauschten Blöcken. Es ist alles gerandomized. Sonst war es bei unserem Randomizer so, dass wenn wir den Block abgebaut haben, sprich, du kriegst normalerweise aus einem Holzblock einen Holzblock, hatten wir in unseren alten Randomizern aus einem Holzblock dann manchmal einen Stein bekommen. Das ist hier direkt schon angewendet. Das heißt, wir sehen direkt, was wir normalerweise vorher nicht gesehen hätten. Ihr versteht, was ich meine. Ganz großes Dankeschön auf jeden Fall Norris, dass er das Ganze für uns umgesetzt hat und dass wir Minecraft heute versuchen werden, in einer komplett mir, also euch auch fremden Welt durchzuspielen. Tja, und das ist die Minecraft-Welt, in der wir uns jetzt erstmal befinden. Was wir sehen können, ist, dass Leaves, ich glaube, das wird, ja, das ist Cyan, Glazed Terracotta, der stattdessen von Leaves da ist. Das hier, ah, das wird eine Birke sein. Das ist ein normaler Oak Tree und das ist eine Birke. Relativ interessantes Design. Ich sag mal so, Bookshelves als Blätter ist in Ordnung, ist erstmal interessant. Es gibt natürlich auch manche Sachen, die nicht replaced wurden, weil das sonst zu sehr längen würde. So etwas wie zum... Okay, das ist sehr praktisch. Das spielt mir auf jeden Fall die Karten dafür, dass ich Minecraft schnell durchspielen möchte. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir nicht überall replaced Sachen haben. Zum Beispiel Wasser, Lava, Endportal-Frames oder andere Sachen, die normalerweise Lags dann verursachen würden, wenn sie getauscht werden, sind eben noch normal. Und das hier ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Wir sind hier gerade in einem Tiger-Biom. Ich weiß nicht, ich glaube, dass tatsächlich Dirt sind Dia-Blöcke, also Dia-Erze, halt richtig gut. Aber ich kann damit noch nichts anfangen, weil wir müssen die Dinger halt auch irgendwie noch abgebaut bekommen. Also, habe ich gerade... Natürlich, Cleanstone sind Dia-Erze und nicht Dirt. Ja, es sind vielleicht ein paar viele Eindrücke, die man jetzt erstmal hat, die man mal verarbeiten muss. Okay, das können wir uns auf jeden Fall erstmal merken. Ich denke mal, Diamanten werden wir genügend haben, aber die bringen uns halt auch noch nichts, solange wir kein Holz haben. Die Welt sieht halt super interessant aus. Ich habe auch schon vorhin gesagt, man kriegt halt gefühlt super viele Inspirationen, zum Beispiel auch für Craft Attack. Das hier ist zum Beispiel ein Flower Forest. Ja, das erkennst du daran, dass die Blumen nämlich noch die gleichen sind, aber... Allein diese Blumen auf diesen Cracked Stone Bricks sehen halt super geil aus. Also es sieht halt echt voll sick aus. Ich wünschte, dass... ist das ein Bienennest? Ist ein Bienennest ein Netherite Block? Also wir werden ja gerade richtig zugekippt mit OP-Sachen. Halt ultra der kranke Run. Ey, wir müssen uns das hier merken. Wir müssen hier unbedingt nochmal später zurück, wenn wir dann irgendwann Holz haben. Wir haben auch noch kein Essen. Ah, wir reden gerade über euch. Damit wir überhaupt erstmal irgendwie am Leben bleiben. Hey, ich finde, dass die Bäume halt auch ultra gut aussehen, ne? Also, ich glaube, wenn du damit ein Craft-Deck bauen würdest, würde dir jeder einen Vogel zeigen. Aber so, wie es jetzt aussieht, wirkt es schon mal ganz angenehm. Also, es wirkt echt interessant. Ihr dürft aber nicht vergessen, ne? Nur weil wir jetzt halt wahrscheinlich irgendwann viele Diamanten und auch Netherite, also wir werden ja direkt Full Netherite rein theoretisch sein können, wenn wir alles, ne, zusammen haben können, heißt es nicht, dass wir direkt Minecraft schnell durchspielen können. Wir müssen trotzdem halt aufpassen und vor allem immer noch halt Glück mit anderen Sachen haben und erstmal irgendwie an Holz rankommen. Momentan bin ich halt ein absolut armer Schlucker und habe gar nichts. Ich weiß zwar, wie ich Dias bekommen kann oder auch Netherite, aber aktuell noch kein Holz. Deswegen, wir müssen eigentlich zwingend ein neues Biom finden, weil die beiden Biome, die wir jetzt hatten, ich kann euch ehrlich auch nicht sagen, welche Biome das jetzt genau sind. Ich glaube, das ist jetzt einfach eine normale Taiga hier. Die geben uns auf jeden Fall nicht das, was wir brauchen. Was haben wir da vorne? Ey, das ist ultra nice. Wenn du immer wieder ein neues Biom entdeckst, hast du immer wieder komplett neuen Input.
Junge, das sieht so pervers aus, ne? Es sieht so... Oh, Essen! Es sieht so pervers aus, diese Dia-Blöcke hier. Warte mal, was ist das hier? Wir sind normalerweise in einem Mountains-Biom. Was sind die Weizenblöcke? Was wäre das normalerweise? Was ist das für so ein einzelner Block? Kohle? Nee, Kohlevorkommen sind größer. Nein, das wird doch kein Emerald sein. Gravel? Gravel und Kohle wären ein... Also, dann müssten das hier größere Vorkommen sein. So, hier haben wir noch Netherbricks. Hey, Junge, das sieht so nice aus. So, was haben wir hier? Das Meer. Wir nehmen uns mal ein bisschen das Weizen mit, das ist ganz praktisch. Es ist so unsatisfying, dass man sich diese Dias nicht abbauen kann. Digga, das ist der Ozean. Einfach Goldblöcke. Oh mein Gott, wir wollen ja... Oh mein Gott, das ist ja zum Enderperlen-Traden sowas von Hardcore-OP. Ich glaube, wir machen hier gleich einen Speedrun. Also, wenn wir dann irgendwann Holz haben sollten. Vor allem, Holz allein bringt uns nicht weiter, ne? Die Dias können wir nur mit Eisenspitzhacken abbauen. Du hast doch Weizen. Leute, ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man braucht halt ein Crafting-Table, um Rezepte, die größer als ein 2x2-Grid sind. Da brauchst du halt Holz! Ein Crafting-Table, besser gesagt. Sehr viel Holz, auf geht's. Okay, wie kriegen wir das jetzt abgebaut? Eine Waffe! Ich hoffe, by the way, die Welt ist nicht zu dunkel, ansonsten müsste ich meine Gamma gleich nochmal hochstellen. Soll ich meine Gamma hochstellen? Ja, eigentlich, ne? Müsste ich mal machen. Ja, komm, ich mach einmal die Gamma hoch. Ich glaube, Restart fuckt jetzt alles ab. For real? Ach, wenn jetzt neue Chunks generiert werden, dann sind es neue Sachen, oder was? For real? Also wird es jetzt vermutlich so sein, dass in neuen Chunks Stone kein Dia-Erz mehr ist, sondern was Neues. Weil wenn ja, würde ich eher sagen, dann lass halt lieber jetzt nochmal restarten. Dann wissen wir jetzt alle, wie es funktioniert und dann starten wir nochmal neu rein, oder? Mal ganz kurz den Test. Ja doch, es ist... Nee, Leute, das ist kacke. Ja, es wurden halt neue generiert. Ja, wir starten nochmal neu. Aber sieht geil aus. Digga. Nee. Wie geil. Nee, oder? Digga, das sind Dia-Blöcke. Junge, wie viel Glück hatten wir? Aber wir starten nochmal neu, Leute. Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. So, meine Damen und Herren. Ich werde euch etwas zeigen. Ja, Leute, ich muss nochmal ganz kurz. Leute, das soll ein besonderes. Es wird ein sehr besonderes Video. Wir tun so, als ob das alles neu wäre, okay? Nein, tun wir nicht, aber ich muss kurz. Muss kurz motivierend sein. Einmal Claps für die YouTube-Zuschauer. Komm, Leute, Clap mit großem C. Ab in den Chat damit. Also, was ihr hier sehen werdet, ist sehr sicher etwas, was euch sehr, wirklich sehr gut gefallen wird. Denn... Okay, aber trotzdem brauchen wir jetzt noch einen coolen Namen für die Welt. Welt im Mixer. Mix World. World Mix. Die World Mix Challenge. World Mix 1. Ich weiß nicht, ob das ein cooler Name ist. Egal. Auf geht's. Ich hoffe, dass wir schnell an Essen, schnell an Holz kommen, schnell vielleicht an Diamanten. Meinetwegen auch an Netherite. Wobei wir Diamanten auch davor brauchen. Egal. Auf geht's. Es geht rein. Wir sehen uns unsere Welt an, die komplett zufällig generiert wird. Alle Blöcke ausgetauscht werden, außer ein paar. Sprich, es... wird kein Wasser, keine Lava ausgetauscht und auch zum Beispiel keine Endportal-Frames. Aber ihr könnt zum Beispiel jetzt gerade sehen, wir befinden uns in einem Plains-Biom und es macht mir den Anschein, dass Gras-Top-Blöcke mit Eisenblöcken ausgetauscht wurden. Hat eigentlich einen ganz guten Look. Generell Biome in Weiß zu bauen, finde ich schon relativ stylisch. Haha. Nee, an Eisen werden wir schon relativ schnell rankommen, nur um die Dinger abzubauen, brauchen wir was anderes. Das ist so ein, Jigsaw-Block. Alright. Wir haben ansonsten dort hinten, glaube ich, ein Dorf. Wir werden, und da könnt ihr euch sicher sein, die verrücktesten Kreationen in diesem Spiel sehen. Auf die ist noch nie ein Mensch gekommen. Kein Mensch würde jemals in Minecraft so bauen. Also, wir reden jetzt nicht über das weiße Biom, okay? Aber, wobei, ey, oh, das ist Holz. Instant Holz. Das Dorf sieht interessant gebaut aus. Also, ich weiß nicht. Okay. Das Weizen wird hier auch auf eine interessante Art und Weise angebaut. Vielleicht sind es halt ein paar kreative Menschen hier und bauen eben ihre Dörfer ganz besonders. Aber dass wir so früh Holz haben und ich als alter Fuchs sehe direkt hier auch ein Loch. Wir werden uns jetzt mal darum kümmern, unser Holz-Equipment, was wir jetzt aktuell nur haben, Eisenblöcke können wir halt nur mit Stein abbauen, so schnell wie möglich auszutauschen. Oh! Oh! Ich habe das halt wirklich nicht gesehen. Es wird doch, glaube ich, nicht so problematisch, Stein-Equipment dran zu bekommen. Ich habe Stein gefunden. Ist ja nicht weiter der Rede wert. Ist ja nicht weiter der Rede wert. So, das bedeutet für uns, dass wir uns gerne mal ein bisschen Eisen holen wollen. Oder können. Das heißt, ohne Probleme werden wir einfach direkt stackweise Eisen haben. Also Eisen sollte uns auf jeden Fall niemals ausgehen. Dann können wir uns erstmal darum kümmern, weiterzuziehen und eventuell nochmal die ein oder andere interessante Sache zu sehen. Und vielleicht sagt mir irgendein Minecraft-Gott gerade vor, dass ich eventuell in Richtung Norden gehen soll. Das sieht richtig gecheatet aus, ne? Dass man einfach, yo, hey Leute, willkommen zu meiner Minecraft-Challenge. Ich habe so instant so diesen Stuff und so. Mal sehen. Das hier ist auf jeden Fall eine Wüste. Was haben wir hier? Oh mein Gott.
Also, mein Gehirn triggert auch automatisch, wenn ich so etwas sehe. Mossy Stonebricks in so einer Anzahl, dass hier ein Stronghold ist. Der ist aber hier nicht, logischerweise. Aber den werden wir heute auch noch sehen. Ich bin mal gespannt, mit was für Blöcken der geschmückt sein wird. Ohne Mist, ich sage euch ganz ehrlich, wir werden dieses Plugin oder generell dieses random generierte Weltending werden wir noch in vielen anderen Challenges auch sehen. Ich werde mit diesem Ding viele andere Challenges auch noch machen wollen. Ohne Mist, es wird ultra sick. Lol. Ich nehme an, das wird jetzt hier eine Birke sein. Hä, es sieht halt ernsthaft halt auch... Wie passend, dass es einfach mit grüner Wolle ist. Es sieht halt wirklich einfach so leicht herbstlich aus. Sieht ultra gut aus. Hat voll was. Junge, das ist einfach Eisenblöcke Gras, ne? Es ist so surreal. Junge, diese Pfeile machen mich richtig kirre. Was ist das eigentlich für ein genauer Block? Ein Jigsaw-Block. Das ist gar kein Vanilla-Block, ne? Only in Creative. Ah ja. Ich glaube, dass da hinten die Bäume, das sind so richtige Schwedenbäume. Das ist Blue Glaze Terracotta mit gelber Wolle. Hä, sieht ehrlich ohne Mist. Also du wirst halt nie in deinem Leben einen Baum so gebaut sehen damit. Aber es hat was. Netherrack ist Erde. Ah, lol. Achso, ihr meint... Ah, ihr habt gerade beim Rune Portal gesehen, dass Netherrack eben Dirt ist. Ich dachte andersrum, dass Dirt Netherrack ist. Jetzt verstehe ich, was ihr meint. Lol. Ja, klar. Dann gibt es keine Probleme im Nether, weil Netherrack Dirt ist. Weil wenn der jetzt Sand gewesen wäre oder Gravel oder Concrete Powder, dann hätten wir da halt keine Blöcke platzieren können. Und ich glaube, dort vorne sehen wir ein... ja, das kennen wir bereits schon, aber jetzt nochmal in größerer Ausführung, in einem größeren Biom, unsere Schwedenbäume. Junge, das sieht so bescheuert aus. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal diese Höhle runter. Wir haben ja ein bisschen Essen, 14 Fleisch. Können wir erstmal gucken. Man könnte denken, dass wir in einem Stronghold sind. Sind wir by the way nicht. Und checken mal ganz kurz aus. Eventuell kommen wir jetzt in den Nether. Stone, also diese Mossy Stonebricks sehen auf jeden Fall sehr stark danach aus, als wenn es, ja, Cleanstone wäre. Wir halten uns mal mit vor Augen. Also ich habe ja schon, also in meinem Leben viele Caves gesehen, ne? Aber das hier sieht schon sehr ungewohnt aus. Hier nochmal ein bisschen lila Wolle. Wir haben ja noch keine Erze gefunden, ne? Wobei... Ist Glas eventuell ein Erz? Gut möglich. Okay, hier haben wir Lava. Ey, aber ist es, seid mal bitte ehrlich, was ist das für ein krankes Feeling, was dir die Blöcke allein für ein komplett anderes Gefühl geben? Du fühlst dich halt 1:1 in einem gefühlt neuen Spiel. Also jetzt nicht in einem neuen Spiel, aber es ist halt irgendwie, ich glaube Glas ist Kohle. Ja, so Eis, das sind so die drei Erze, ne? So, dann machen wir uns mal ein Portal, wa? Das ist halt natürlich immer noch das Gleiche. Wasser auf Lava ist natürlich immer noch. Obsidian, damit kommen wir auf jeden Fall ohne Probleme jetzt hier rein. So, okay, das... Oh mein Gott, ja. Oh, Leute. Ja, wir werden jetzt ganz viel Spaß haben. Während ich euch jetzt erstmal erklären muss, ja, es kann so angezündet werden. Kann es. Firetick ist aus. Okay, ich nehme es zurück. Wir mussten Firetick ausmachen, weil es sonst laggen würde. Das bedeutet, wir brauchen wirklich ein Flint. Eisen haben wir. Wir brauchen einen Flint, bevor wir in den Nether gehen können. Oder irgendwie eine Möglichkeit. In Rune Portals sind Flint. Wir müssen weitere Rune Portals finden. Das heißt, wir müssen noch weiter die Welt erkunden. So, hier sind nochmal unsere Lieblingsbäume. Das sind wirklich die schlimmsten Bäume, die du dir vorstellen kannst, weil das sind alles infested cracked Stonebricks. Pass auf. Hilfe, nee. Okay, ich soll es lieber nicht machen. Das fängt sonst noch an zu lenken. So, ich bin mir mal sicher, dass wir auf dem Ozean einsehen werden. Jawohl, da ist es. Freunde, unser Rune Portal. Junge, wie sieht es aus? Mit Pistons. Ach, bitte, lass jetzt hier ein Flintenstiel drin sein. Wenn nicht, oder ein Flint, bitte. Digga, ist einfach alles drin. Flintenstiel und die Fire Charges. Einfach alles. Ach, danke. Meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt, was uns auf der anderen Seite im Nether erwarten wird. Es kann sein, dass hier einfach alles vorbei ist. Ja. Es ist natürlich nur... Nein. Okay. Problem. Netherrack ist Dirt. Das wussten wir schon. Aber wir sind in den Basalt-Deltas und probably ist Basalt... Green Concrete Powder. Und das Problem ist, dass... Also, wir sollten auf jeden Fall vermeiden, Blöcke zu platzieren. Oder wir sollten auf jeden Fall auch vermeiden, uns viel zu bewegen, damit die etwas langsamere Framerate nicht auffällt. Ja, ich habe da mal was vorbereitet für euch. Das ist hier so ein kleines, ja, also, wir sind gleich fertig. Da fällt noch kurz was runter.
Portal ist bei 100 und minus 1080 mal gewesen. Ja. Nee, Junge. Oh, ich darf halt einfach hier keinen Blocker bauen. Aber ich finde, die Mossy Stormbricks passen echt gut hierzu. Ach, wir sind in einer Bastion. Ich habe gerade überlegt, hey, was ist das für ein Achievement? Aha, eine Bastion. Oh, Leute. Aber an der Stelle muss ich ja auch ehrlich sagen. Achso, ich bin ja Lowlife. Wir hätten so oder so geresettet. Also, Real Talk, es hat zu sehr geleckt. Es hat wirklich zu sehr geleckt. Yo, hä, sieht voll nice aus, oder? Geend? Yo, wahrscheinlich. LOL, aber wie es fittet. Weißes Concrete Powder mit Quarz Bricks. World Mix Nummer 2. Wir gehen in unsere zweite Welt, die bestimmt am Anfang direkt wesentlich, wesentlich besser für uns aussieht, weil wir direkt richtig geile Sachen. So, also, gehen wir in unsere zweite Welt. Wir haben alle Einstellungen getroffen und ich bin mir sicher, dass wir direkt ein paar bessere Überraschungen haben. Ich sehe Diamantblöcke, Netherite-Blöcke, alles, was wir direkt am Anfang brauchen, um Minecraft so schnell wie möglich erfolgreich durchzuspielen. Oh Mann. okay. Wir müssen das erstmal auf uns wirken lassen. Da hinten haben wir ein Dorf. Smithing Tables sehen von unten ja übercool aus. LOL. Hä, mit denen kannst du ja safe eine geile Decke bauen. Hä, die sehen von unten richtig gut aus. Die Bäume. Crying Obsidian auf weißem Glas. Hat was. Also, jetzt for real, hat was. Also, ansonsten, Grastop sieht nach Clay aus. Ansonsten haben wir Soul Sand Bäume. Ganz wilde Mischungen. Targetblöcke, Holz, sehr gut. Und, also so kannst du ja auch mal ein Haus bauen. Ich denke mal, der Start sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich sehe Golderz. Also, wir haben mal wieder ziemlich viel Glück, dass wir am Anfang direkt Holzequipment haben. Das ist sehr, sehr geil. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Junge, Targetblöcke. Junge, wie sieht dieses Haus aus? Wir dürfen aber... I guess... Nice. Bringt uns jetzt auch nicht so viel, weil wir noch keine Dias haben. Ohne Dias bringt uns das halt legit gar nicht. Ich wäre ja schon zufrieden mit Dias-Stuff. Ja, Netherite wird damit nicht das Problem sein. Ich meine, Netherite-Block wirst du ja wahrscheinlich dann auch nur mit einer Dias-Spitzhacke abbauen können, oder? Wambo, danke dir für 3 Monate. Also der Villager, der scheint wohl auf jeden Fall ein funktionierendes Geschäft zu haben. So, Eisenspitzhacke, damit wir auf jeden Fall die Kollegen schon mal mitnehmen können. Denn ich habe eine kranke Idee, denn die Kollegen... Blast Furnace bietet sich nämlich auch ganz gut an, um direkt mal als Lampe und eben unter anderem auch als Ofen zu fungieren. Gefällt mir soweit. Sehr, sehr angenehm. Nee, Netherite Block kannst du damit nicht abbauen. Zu 100% nicht. Also, es fühlt sich auch nicht danach an. Also, wir können uns merken, bei minus 270 und 170 ist Netherite noch für uns. Was wir ja ganz dringend brauchen. Nee, aber ja, ihr habt ja schon recht. Es ist schon schade, jetzt das Netherite jetzt liegen lassen zu müssen. Aber was sollen wir halt machen? Es geht ja nicht anders. Danny, danke dir für 3 Monate. Moin, Basti, wollte sagen, das ist immer wieder eine Freude. Es ist immer wieder eine Freude, deine Videos und Streams zu schauen. Dankeschön, freue mich zu hören. Okay, das sieht wirklich hardcore cursed aus. Ich habe Dias gefunden. Weil ihr ja gefragt habt wegen dem Netherite, habe ich mir mal kurz gedacht, wir holen uns mal die Dias. Ihr könnt mir mal vertrauen, ich weiß, was ich mache. Heißt das, dass wir jetzt gleich Full Netherite sind? Wenn wir jetzt einfach die ganzen Dias jetzt hier rauskratzen? Wir haben kein Essen, aber gleich Full Netherite. Was wird denn das normalerweise jetzt hier sein, was wir gerade wegfarmen? Kohle? Nee, zu wenig. Eisen, aber du wirst doch normalerweise kein einer Eisenvorkommen hier finden. Also der Try, der ist schon bis jetzt schon mal ein bisschen stabiler, muss ich sagen. Der gefällt mir. Der gefällt mir sehr. Digga, es ist so bescheuert. Ich bin Full Dia mit einem Holzschwert. Es ist so dumm. Nein, niemals das Eisen. Leute, es sieht, also diese Smithing Tables, ne? Oh mein. Heck? Oh, ich hätte es mir vielleicht denken können.
Was ist denn das? Mein Chef! Ja, moin! Ja, ist klar, Junge, wie geil ist diese Welt? Ist hier einfach ein Mineshaft. Alright, ich habe gehört, dass wir jetzt erst einmal geilen Stuff haben. Ey, hätten wir den Eisengolem immer jetzt nicht gekillt und die Eisenspitzhacke gemacht, wäre das hier alles gar nicht gegangen, ne? Nur mal so zur Erklärung. Die Dia-Erze waren Gold. Weiß nicht, Gold ist seltener, ja eben. Also, wir werden eine sehr, sehr satisfyende Sache jetzt machen. Und zwar diese Netherite-Blöcke abbauen. Also ein. Wir müssen an sich einfach nur einen abbauen. Dann haben wir 9 Netherite. Für den Stuff farmst du normalerweise so lange. Es sieht so low aus, wenn du das Unenchanted anhast. Es sieht so low aus. Ja, aber ich denke mal ganz praktisch, um Minecraft durchzuspielen. Du brauchst Essen. Yes, that's absolutely true. Deswegen holen wir uns Essen. Ja, es sieht original aus, als hätte ich mir diesen Stuff jetzt gerade einfach im Creative gegeben. Aber ist es nicht. Ich habe mir das hart erfarmt in 16 Minuten. In 16,5 Minuten. So, wir müssen weiter Ausschau halten, denn wir brauchen immer noch Eisen. Also irgendwie Eisen. Du hast es doch aufgegeben, dann hättest du wissen können, dass es dir nicht bekommt. Ja, es ist ja das Komische, weil es war vorhin nicht so schlecht. Weil wo war die Ravine, wo wir reingeplumpst sind? Ich habe irgendwie ein ganz großes Problem, auf meine Herzen zu achten. Wieso achte ich nicht mehr auf meine Herzen? Die ganze Welt ist so cursed und ich achte nicht auf meine Herzen! Hilfe! Craft Attack Syndrom? Es könnte echt ein Craft Attack sein, ne?